Ja, hi und herzlich willkommen bei Onkel Koi und den... So, heute geht es um ein anderes Thema. Heute haben wir das Thema Milchsäurebakterien am Koi-Teich. Und das sind diese hier in diesen üblichen 5-Liter-Kanistern, die überall käuflich zu erwerben sind. Bei mir übrigens auch im Online-Shop. Und zwar sind Milchsäurebakterien dazu da, um die schlechten Bakterien im Teich zu fressen, um das Ganze so ein Stück weit zu neutralisieren und für die Fischgesundheit. Und zwar kann man Milchsäurebakterien eintragen vor dem Winter oder nach dem Frühling, um die Fischmobilität oder die Immunität der Fische so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, um damit die besser ihre Schleimhäute bilden können, damit das Immunsystem besser hochfährt, wenn die kleinere Verletzungen haben oder hatten, um die Wundheilung so ein bisschen zu beschleunigen. Und Milchsäurebakterien sind super vorbeugend gegen diese bekannte Lochkrankheit. Wenn ihr die einmal im Teich gehabt habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und dann wisst ihr auch, dass Milchsäurebakterien ihr Übriges dazu tun, damit dies nicht nochmal vorkommt. Und ich gehe jetzt zum Beispiel hin und trage jetzt alle 4-5 Wochen hiervon so 2,5 Liter in den Teich ein. Vorteil ist, bei den Milchsäurebakterien, die ich jetzt in meinem Shop habe, das ist jetzt ein 5-Liter-Kanister. Ich gehe hin, mache den 5-Liter-Kanister halb leer, fülle die Milchsäurebakterien in den Eimer rein, in den 5-Liter-Eimer, da nochmal 2-3 Liter hinzu, lauwarm, warte, bis sich das ganze grobe Material so ein Stück weit aufgelöst hat und gehe dahin und verteile das gleichmäßig im Teich. Dazu wieder zu beachten, ihr müsst hingehen die UV-Lampe ausschalten oder euer Ozon ausschalten oder euren Eiweißabschäumer und das Ganze zwar für 24 Stunden und dann könnt ihr eure elektronischen Einheiten wieder einschalten und die Milchsäurebakterien haben dann dazu beigetragen, quasi die schlechten Bakterien im Teich zu fressen, euren Filter ein Stück weit zu unterstützen, eure Nitrifikanten zu unterstützen, die ja eben im Filter eben halt leben. Und Milchsäurebakterien gehen eben halt hin und fressen alles, was nicht in den Teich gehört an Bakterien. Milchsäurebakterien sind quasi gute Bakterien und die gehen hin und vernichten den übermäßigen Bestand an schlechten Bakterien im Teich. Und so ist die Wasserqualität oder ist das ganze System so ein bisschen mehr im Gleichgewicht dann. Wie gerade schon gesagt, 2,5 Liter hier raus, das Ganze ein Stück weit auflösen, 10 Minuten warten, Pi mal Daumen, und dann gehe ich hin und fülle hier in den Kanister und fülle ich dann wieder auf. Ihr müsst euch merken, wie viel ihr rausgenommen habt, hier oben ist eine Markierung. Ich mache den halb leer, fülle den wieder auf und dann gehe ich hin und warte 4-5 Wochen, weil ich dann die nächste Behandlung wieder mache. Dann haben die Milchsäurebakterien sich so weit wieder vermehrt, dass euer Eimer wieder voll ist und genug Bakterien wieder drin vorhanden sind. Ja, und dann kann die nächste Behandlung losgehen mit Milchsäurebakterien. Vom Prinzip her, wenn ihr alles richtig macht, müsst ihr nur einmal hingehen, so einen Eimer kaufen mit 5 Liter und könnt diesen immer wieder auffüllen. Aber dann wirklich aufgrund dessen, dass hier unten jede Menge grobes Substrat drin ist, also Nahrung, wo die Bakterien sich wieder wunderbar vermehren können. So könnt ihr den wirklich einige Zeit benutzen, bis der mal, eigentlich wird der fast nie leer gehen. Es sei denn, es ist wirklich unten kein Substrat mehr drin, dass die Bakterien Möglichkeiten haben, sich weiter zu vermehren. Die müssen ja logischerweise auch was fressen, diese Milchsäurebakterien. Und ja, wie gesagt, Milchsäurebakterien sind bei mir im Shop auch käuflich zu erwerben. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.